Hallo und willkommen zum nächsten Unboxing bei der Grünen Horde. Heute die Aquan Prime Ground Attack Helix für Firestorm Planetfall. Das sind meine Lieblinge in diesem Release. Klar, es sind wieder die Aquans, mein Lieblingsvolk, das ich in beiden Spielsystemen spiele und mir sicherlich auch für weitere Spielsysteme anschaffen werde. Man bekommt zwei der großen Kalari Ground Attack Heavy Gunships und drei Command Ground Attack Gunships. Das sind die drei kleineren hier. Die schauen wieder einfach nur geil aus. Also sofort zu kaufen in diesem Fall. Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Volk. Aquans gefallen mir immer noch. Anders als bei anderen Völkern. Und was bekommt man? Hier sind nur die Flugbases drin und die kleinen Halter, also mehr nicht. Das heißt, die Modelle sind wieder einteilig wahrscheinlich. Flugbases muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Und hier sind die Flieger. Wow. Also die sind wieder größer als erwartet. Ja, einfach nur unten ein Flugbase dran und fertig. Etwas größer als erwartet, die Jungs. Cool, die Gunships. Sehr detailliert. Hier sehr feine Strukturen, diese kleinen, runden, kügeligen Flächen. Die ich dann wahrscheinlich in grün bemalen werde, der Rest ja in blau, in einem sehr hellen Blau. Hier ein paar Waffen drin, große Kanonen sozusagen, ja, das könnten auch die Triebwerke sein. Cool. Und das hier sozusagen Manöverdüsen, der könnte also auch schweben, so nach dem Modell zu urteilen. Ja, sehr schöne fließende Form, also ja. Wie immer sehr zufrieden mit meinen Modellen. Zwei Stück davon. Beiden immer wieder etwas viel Resin hier drin, was aber sehr dünn ist und sofort rausgeht mit der Hand sogar schon, mit dem Messer, gar kein Problem. Bei den kleineren sind hier sogar noch dickere Schichten Resin drin. Ja, hier braucht man dann zumindest mal ein Messer. Stellt aber kein Problem dar. Auch ein sehr, sehr schönes Flugzeug. Hier, coole Form. Freue mich darauf, die beiden zu bemalen. Also, cool. Und sie danach möglichst bald auch hier einzusetzen in unseren Battle Reports. So, das war's wieder von der Grünen Horde mit der Aquan Helix. Als nächstes kommen noch Directorate und Reltosa in diesem Release. Und dann natürlich noch die Turquoise weiter, bis dann auch alle davon gezeigt wurden. Gut, bis zum nächsten Mal.